Tag auch. Das heutige Video nimmt mal das Gauselmann-Unternehmen ein wenig unter die Lupe. Dabei unterstützen die vorhandenen Fakten, ja, Videos und Berichte. Chance und Herausforderung und manchmal einfach Gesetzesbruch. Wir stoßen in den Applebee-Papieren auf das Online-Casino Stake 7. Das Online-Gambling ist in Deutschland verboten. Trotzdem kann jeder am heimischen Computer spielen. Und Applebee wirbt sogar mit diesem Geschäftszweig. So, jetzt Spielautomaten. So, mal sehen, was jetzt kommt. Merkur 7. Merkur 7. Original-Merkur-Spiele, gell? Hier steht sogar extra Stake 7, made in Germany. Hier wird ja richtig auf Deutschland herausgestellt, Deutschland betont. Dabei hat das Online-Casino seinen Sitz auf der Isle of Man. Nein, nicht nur, dass das Gauselmann-Unternehmen Steuergelder in Millionen bzw. Milliarden am Fiskus vorbeischleust. Es verstößt auch zusätzlich noch gegen geltendes Gesetz. Poker, Roulette oder der einarmige Bandit. Leicht und schnell kann man sich einloggen. Problemlos auch die Online-Zahlung. Deutsche Banken machen es möglich. So, und dann können wir spielen. Hier, die Schräge ist ja schon mal einfach, aber es fehlt noch. Das ist in der Tat, dann darf man nur mit kleinem Einsatz anfangen, sonst ist das Geld sofort weg. Mensch, gut, dass ich nicht gleich höher gesetzt habe. Gleich sind 10 Euro weg. Ich dachte doch schon, dass ich mal ein bisschen was gewinne. Gewinn 2,50. Was ich hier tue, ist illegal, aber es verfolgt mich natürlich niemand. Der Staat lässt den Gesetzesbruch mit dem Casino auf der Isle of Man bislang zu. Und davon profitiert der bekannteste deutsche Glücksspielunternehmer Paul Gauselmann, der Erfinder der Merkur-Spiele. Und im Firmenvideo brüstet er sich mit seiner sozialen Verantwortung. So setzt sich das Unternehmen in puncto Spielerschutz weit über die gesetzlichen Vorgaben ein. Bitte schön, welche gesetzlichen Vorgaben? Das sind doch alles nur Nebelkerzen. Ja, es gibt keinen effektiven Spielerschutz zurzeit. Und schauen wir mal jetzt unabhängig von den Online-Casinos mal direkt in die Spielhallen. Was gibt's denn da? Da sind Infoflyer gegen übermäßige Spielen ausgelegt, die kaum einer zur Kenntnis nimmt. Ja, da ist so ein kleines Schildchen dran mit einer Telefonnummer zur Suchtberatung. Und die Angestellten, und das betrifft nicht nur Gauselmann eigene Betriebe, sondern auch Fremdanbieter, die lassen es ja sogar zu, dass Kunden 4, 5 oder mehr Geräte gleichzeitig bedienen. Also bitteschön, welche Spielschutzprävention sollen da wirklich effektiv greifen? Für sein großes gesellschaftliches Engagement wie auch für seine unternehmerische Leistung wurde Paul Gauselmann mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse und der Ehrenbürgerschaft in Espelkamp und Lübbecke ausgezeichnet. Überall in der globalen Spielewelt strahlt die Merkursonne. Ja, Herr Paul Gauselmann, ich sage so, wie es ist, das, was Sie hier betreiben, das ist Betrug und das ist sogar staatlich geförderter Betrug. Ja, und ich habe überhaupt kein Verständnis mehr dafür, dass Leute wie Sie Auszeichnungen erhalten. Was ist hier los in diesem Land? Eifel, das Städtchen Daun, die Suchtklinik am Rosenberg. Angelo Moorbach hat sein Tablet vom Internet getrennt, um sich selbst zu schützen. Er hat auch bei Stake 7 die Merkur-Spiele gespielt. Sein Leben muss er jetzt neu ordnen. Also das Online-Spiel und das reelle Spiel hat ja, zwischen 7 und 10 Stunden am Tag Minimum in Anspruch genommen. Da ich teilweise auch vor allem mit den
Online-Casinos auch jederzeit spielen konnte. Ich war in der Bahn, hatte 1,5 Stunden Fahrt vor mir, Smartphone oder Tablet raus und ich war bei mehreren Online-Casinos angemeldet. Da gibt es auch niemanden, der darauf achtet, wie viel Geld man jetzt in den Automaten wirft. Ne? In der Spielhalle ist es nicht so. Der geht nach maximal einer Stunde geht der in die Pause. Ne? Es gibt auch sogenannte Einsatzpausen am echten Automaten. Ja, richtig. Die realen Geräte in den Spielhallen haben Einsatzpausen. Nur leider achtet das Personal nicht drauf, wie ich schon anfangs erwähnte, an wie vielen Geräten der einzelne Kunde gleichzeitig spielt. Und aus diesem Grunde möchte ich eben die realen Geräte, die in den Spielhallen stehen, als nicht minder gefährlich einstufen. Wie viel Geld haben Sie in dieser Zeit insgesamt verloren? Locker 2 Einfamilienhäuser. Gut 500.000 Euro aus der eigenen Tasche. Dann konnte ich meine Miete nicht bezahlen, da haben meine Brüder mir ausgeholfen. Dann konnte ich denen das Geld nicht zurückzahlen, weil klar, die waren natürlich stinksauer. Es war extrem gefährlich und ich habe mehr als einmal mit dem Gedanken gespielt, mir das Leben zu nehmen. Mehr als einmal. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 riskieren pathologische Spieler mehr als nur ihr Geld. Sie verüben auch 3-mal öfter Suizid als Nichtspieler. Ja, und somit ist Fakt, dass der Gauselmann-Clan einige Tote zu verantworten hat. Und ich frage mich, warum die Staatsanwaltschaft und die Richter diesen Menschen noch frei rumlaufen lassen. Ja, der gehört in U-Haft zumindest. Nicht, weil er Glücksspielautomaten betreibt, sondern aus dem Grund, wie er sie betreibt. Landgericht Hamburg. Dem auf Wirtschaftssachen spezialisierten Richter Jan-Philipp Rock zeige ich, wie von der Isle of Man aus das deutsche Recht ausgehebelt wird. Genau, Stake 7, made in Germany. Und dann, es ist alles auf Deutsch, ne? Ja. Original Merkur-Spiele und dann lizenziert in Europa. Ne? Aber nicht das heißt, sodass ich das Gefühl habe, hier mache ich was qualitativ Hochwertiges. Wahrscheinlich ist es ja so, dass man immer davon ausgehen kann, dass wie bei der Spielwand auch hier der Anbieter immer gewinnt. Ne? Das wird so sein, ja. Das ist das Geschäftsmodell. Ja, haben Sie es gehört? Wie ist das zu bewerten, dass es so etwas im deutschen Internet gibt? Das ist meines Erachtens ein klarer Verstoß gegen § 4 Absatz 4 des Glücksspielstaatsvertrags, der das Internetglücksspiel kategorisch verbietet. Und ich gehe jetzt davon aus, dass dieser entsprechende Anbieter über keine gültige Lizenz für den deutschen Markt verfügt. Und sollte das so sein, dann wäre das auch nach deutschem Recht strafbar. Die mysteriöse Spieleplattform Stake 7. Über die Applebee-Daten können wir die Geschäftsstruktur entwirren. Einst ließ die Gauselmann AG diese Seite registrieren. Inzwischen betreibt ein Dritter das Online-Casino. Die Firma Top Gaming Europe Limited. Wir sehen aber, wie die Gauselmann AG am verbotenen Online-Glücksspiel gleichwohl verdient. Denn für die Merkur-Spiele, die Stake 7 über die Isle of Man anbietet, kassiert Gauselmann Lizenzgebühren. Mit einer kunstvoll verschachtelten Konstruktion, die über Applebee aufgebaut wurde und abgewickelt wird. Damit du, wenn du ins Handelsregister gehst, nicht mehr diese ganzen Schritte hier nachvollziehen kannst, wie wir das gerade gemacht haben, sondern im Grunde nur noch von hier nach da kommst. Und da gibt es hier oben drüber auch eine Konstruktion. Ja. Hier bei Stake 7 steckt auch noch wieder eine dahinter. Sonnymore ist vergleichbar mit Broomcaster, auch wieder so eine... Wie ist der Konstrukteur dieser ganzen unüberschaubaren Konstruktion? Naja, wir haben eine E-Mail, wo drin steht, dass der Jurist von Gauselmann sich an Applebee wendet, an die Anwälte dort. Und hier gibt der Anwalt Applebee ganz klar die Arbeitsanweisung. Bitte bereitet die Dokumente vor, kümmert euch darum, dass wir diese Struktur aufsetzen können. Ja, zwischenzeitlich sind Internetseiten wie Stake7 und Sunmaker vorerst nicht mehr über deutsche IP-Adressen erreichbar. Ich kann nur hoffen, dass dieses auch so bleibt. Wir schreiben die Firma Gauselmann an, bitten um ein Interview. Und da gibt es sogar einen Beauftragten für das eigentlich verbotene Online-Glücksspiel.
und der ist tatsächlich bereit, mit uns zu reden. Treffpunkt Berlin. Die Pointe sei vorweggenommen. Die Gauselmann AG denkt gar nicht daran, das staatliche Verbot für Online-Glücksspiele zu respektieren. Jetzt und in Zukunft. Aus unseren Unterlagen, die wir einsehen konnten, geht hervor, dass ein hochrangiger Gauselmann-Mitarbeiter im November 2011 die Anwaltskanzlei Appleby in Douglas kontaktiert und nach einer Online-Casino-Lösung gefragt hat. Kurz darauf wird die Stake 7 Game Holding Eye of Man eingetragen und seit September 2012 firmiert die Gesellschaft unter dem Namen Top Gaming Europe Limited und betreibt die Seite Stake 7 mit den Merkur-Spielen weiterhin. Das stimmt auch. Also wir, das hat, wir liefern entsprechende Spiele an Dritthersteller. Das machen wir einerseits selbst an lizenzierte Unternehmen, Spiele hinzuliefern. Wir machen das auch über entsprechende dritte Anbieter, also Vertriebspartner. Und wir machen das auch über sogenannte Aggregatoren im Internet. Sie wissen doch, die Gauselmann-Gruppe weiß, unsere Spiele landen über stake7.com auf dem deutschen Markt. Das wissen Sie. Also was Stake 7 dort entsprechend macht, müssen Sie Stake 7 fragen. Ja, aber über die Isle of Man kommen doch die Merkur-Spiele, und damit wird ja ganz offensiv und aggressiv geworben, kommen doch auf den deutschen Markt, wo eigentlich Online-Casinos verboten sind. In Deutschland haben wir es seit 10 Jahren so, dass wir dort eigentlich ein Regulierungschaos haben, in den Bereichen des Online-Glücksspiels insbesondere. Das gilt sowohl für den Bereich der Online-Sportwetten, das gilt auch für den Bereich des Online-Casinos. Das heißt, es ist derzeit in Deutschland das Verbot so nicht haltbar. Es gibt Personen, die die Gültigkeit des Glücksspielverbots anzweifeln aus europarechtlichen Gründen. Bislang ist mir keine Entscheidung des EuGHs bekannt, die gerade das Internet-Glücksspielverbot für europarechtswidrig erklärt. Das heißt, aus meiner Sicht nach geltendem Recht ein Verstoß gegen den Glücksspielstaatsvertrag und gegebenenfalls auch eine strafbare Handlung. Ja, und wenn der Hamburger Staatsanwalt der Meinung ist, dass gegebenenfalls eine strafbare Handlung vorliegt, dann frage ich mich, warum nicht gewisse Leute aus diesem Unternehmen zumindest in U-Haft sitzen. Die ARD-Reportage um die Panama Papers zeigt uns genau auf, wie die Firma Gauselmann jede Gesetzeslücke ausschöpft. Und das nicht nur im Bereich des Online-Gaming, sondern auch genauso in den Spielcasinos. Beispiele dafür, dass die Firma Gauselmann Gesetze gerne umgeht oder aushebelt, gibt es viele. 2016 telefonierte ich mit einem auf dem Ordnungsamt zuständigen Sachbearbeiter zu der Thematik des Raucherschutzgesetzes in Niedersachsen. Ich habe mal seine Stimme etwas verfremdet. Wenn in einem Betrieb, zum Beispiel einer Spielhalle, regelmäßig Getränke abgegeben werden, ob jetzt gegen Gebühr oder nicht gegen Gebühr, also sprich kostenfrei oder gegen einen Preis, dann ist es gleichzeitig eine Gaststätte und dann gilt das niedersächsische Nichtraucherschutzgesetz mit den entsprechenden Vorgaben. Ja. Diesbezüglich dagegen verstoßen, dass noch in den Spielhallen geraucht wird. Genau, es wäre ja dann ein Verstoß gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Wir haben das ganz große Problem, dass wir das nur ganz, ganz schwer überprüfen können. Ja, also es gibt Fälle, in denen haben wir es festgestellt, dann haben wir ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und auch gegebenenfalls Untersagungsverfahren, sowas, aber es ist ganz, ganz schwer festzustellen, weil wir haben einfach nicht die Kapazitäten, uns 5 Stunden lang in eine Spielhalle zu stellen und zu gucken, wer kriegt jetzt wie viele Getränke. Im Frühjahr 2016 erzählte mir ein weiterer Mitarbeiter des Ordnungsamtes Hannover, dass die in den Spielhallen betriebenen Geräte inzwischen nur noch eine garantierte Ausfallquote von 17% haben. Diese lag bis zum 31.12.2005 bei noch über 80%. Bedeutet, dass inzwischen Menschen, die noch an diesen Geräten spielen, 4 bis 5 Mal so schnell abgezockt werden.
Ebenso sind spielerrelevante Informationen an den Realgeräten teilweise sehr schwammig gehalten. So zum Beispiel auf Seite 3 Absatz 5. Die Spielverordnung gibt keine Aushaltquote vor, heißt es zu Beginn. Weiter unten steht dann gemäß der bis 31.12.2005 geltenden vierten Spieleverordnung belief sich die Mindestaushaltquote auf mindestens 60% der durch den verringerten geltenden Umsatzsteuersatz. Stefan Wittke, Sprecher des Wirtschaftsministeriums Niedersachsen, lieferte folgendes Zitat. Die Härtefälle legen wir restriktiv aus. Ziel ist, das Angebot für Automatenglücksspiele zu reduzieren. Nein, ich bin anderer Ansicht. Ich bin der Ansicht, dass die Länder die Kompetenzen endlich mal an den Bund abgeben, um eine einheitliche Regelung auch zuzulassen. Ja, wenn ich sehe zum Beispiel, dass bei der Mindestabstandsregelung Niedersachsen eben die 100 Meter gefordert hat, Bayern möchte 250 und Berlin 500, da existiert keine Einheit. Abgesehen davon, um ein bundesweites Gesetz durchzubringen, bedarf es eben der Kompetenz des Bundes. Ja? Weil ich fordere zum Beispiel, dass Menschen sich auch bundesweit sperren lassen können. Dieses hat die Automatenwirtschaft auch jahrelang versucht zu blockieren. In diesem Sinne, ich kann jedem von euch nur raten, steckt in diese Geräte keinen einzigen Cent mehr rein. Ihr seid inzwischen nicht mehr nur die Verlierer, ihr seid die Totalverlierer. In diesem Sinne, schönen Abend, alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss.